Hallo, Harley hier und willkommen zurück zu zu Game Dev Tycoon. So. Wir entwickeln ein neues Spiel, wo ich jetzt nicht sicher bin, ob das was wird, weil erstmal brauchen wir ein Topic. Das Topic ist natürlich, ich hatte doch gesagt, ich wollte das machen. Romance Adventure für, ja, die üblichen drei Verdächtigen. Nee, nicht, oder man könnte ja auch mal für, das ist natürlich jetzt, warte mal, erstmal für einen PC. Das ist natürlich viel cooler. Was spricht denn zum Beispiel dagegen, wenn man das einfach mal auf mobile Basis und für einen PC rausbringt? Müssen aber die MMO-Engine jetzt nehmen. Die ist zwar ein bisschen teurer, aber es ist ja egal. Es wird kein MMO. Das wird nämlich, Leisure Suit Harley. Ist bestimmt falsch geschrieben. Ich kann das nicht. Ich glaube, sie ist, So? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Does not support large games. Okay, das Griffon nimmt keine großen Spiele. Dann gibt's das halt doch für die M-Box. Ist dann halt so. Ne, so, also für 4,4 Millionen. Leiser Suit Harley, ob das was wird, ich weiß es nicht. Ist halt ein Romantik-Adventure, ne? Wer kennt es nicht, war immer sehr romantisch, das zu spielen. Ja. So, wäre jetzt natürlich ein neues Topic, das noch keiner kennt, aber es ist natürlich jetzt nicht mehr gefragt. Ein Adventure braucht das ungefähr so, ne? Branching Story, Advanced Cutscenes. Die Engine können wir eigentlich so lassen. Die Engine muss ein bisschen tiefer wie Story Quest. Na, also Physik ist da natürlich sehr wichtig, wenn man das in 3D macht, ne? Damit das nicht so ausartet wie hier bei, ist es auch mal Dead or Alive, ne? Da war ja die Physik unglaublich grandios. Moment. Modden könnte man das natürlich auch. Multiplayer brauchen wir nicht. Da brauchen wir keinen Multiplayer, da sollte sich jeder für sich selbst aufgeilen. Charakterfortschritt brauchen wir nicht. Ein Tutorial, das spielt sich wie von selbst und so. Ne? Wir nehmen einfach ein paar Achievements mit. Das muss so reichen. Ne, ja. Oh, ob das was wird. Ich möchte gerne Leiser Suit Harley auf den Markt schmeißen. So, die Wu. Schön. Ja. Ninvento hat die Wu. Das ist klasse, ein Traum. So muss das sein. Haben wir jetzt eigentlich die Expansion Packs? Ja, ne, haben wir. Nein, da wollte ich gar nicht rein. Jetzt lass mich wieder zurück. So, und nach dem Spiel müssen wir auf alle Fälle Own Convention im IMB Lab. Das ist ein Traum. Wir können unsere eigene Compo Global Hyper Mega Net Convention bringen. Was ist ja ein Traum? Nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Na, wir müssen aber jetzt gut Punkte kriegen. So und so, ne? Ja. So, ein Dialogbaum, Level Design, künstliche Intelligenz brauchen wir hier gar nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Das ist halt selbst gedacht, wie es bei Adventure so halt ist. Ne, hatte ich ja schon mal erwähnt. So. Ach, das wird werden. Irgendwie wird sich das schon verkaufen und wir brauchen auf alle Fälle jetzt demnächst mal. Ach, jetzt das M-Pad draußen. Schade, das wäre natürlich wahrscheinlich besser gewesen wie für die M-Box. Aber naja, so, wir erhöhen jetzt einfach mal hier jetzt die monatlichen Kosten. Damit wir die Grafik hier fertig kriegen. Ich möchte gerne weiter forschen da hinten. So, ja, gut. So, ungefähr die Hälfte haben wir. Das wird punktemäßig. Ich weiß nicht, ich glaube 435 hatten wir jetzt beim letzten Mal. Ich weiß nicht genau. Oh, und die Kosten und die Sachen hier, die, ja, haben sich hier schon fast aufgehoben gerade. Jetzt gerade nicht, aber Grid Income ist natürlich auch nicht wenig, ist gut.
So und so. Epischen Sound weg. Nehmen wir nur Stereo-Sound. Dann brauchen wir es aber so. Und dann brauchen wir das ja weniger, damit die Grafik noch mitmacht. Aber das schaffen wir gar nicht. So und so. Ach, wir brauchen keinen Soundtrack dafür. Wenn wir es so machen. Ja, Harley, ich weiß, du überarbeitest dich wieder. So, Rodriguez arbeitet so. Jetzt haben wir. Können wir aber den Surround Sound? Nee, können wir nicht. Oh, World Design. Reiche Hintergrundgeschichte wäre natürlich cool. Virtual Economy brauchen wir eigentlich nicht. Dann könnte man aber doch ein bisschen mehr Mucke machen. Na komm schon. Nicht das ein bisschen runter. Tack. Und das ein bisschen rauf. Tack. Nein. Das ein bisschen runter. Tack. So. Okay. Sieht das gut aus? Ja. Open World. Naja. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Wird schon werden. Let's shoot Harley. Ach, was soll's. Noch haben wir Geld auf dem Konto. Und wenn wir jetzt erstmal die Erweiterung rausbringen für Harley Side. Die Erweiterung für Harley Side bringt nur nichts. Hatte ich die schon Mediumstand mal angegeben? Egal, wir müssen erstmal eine neue MMU-Engine mit der neuen Grafik. Dann können wir für Harley Side eine Erweiterung rausbringen. Wäre jetzt, glaube ich, die Grundidee. Genau, das haben wir. So, ab ins Labor. Ein Projekt starten. Was können wir hier? Eine Own Convention geht relativ schnell. Aber ich glaube, Lizenz Game Engines könnte Geld bringen. Und deswegen nehmen wir das erstmal. So, ich glaube, wir können sogar designmäßig. Da werden doch bestimmt noch genug Punkte reinkommen. So, Harley Side und Leise Suit Harley. Ein Traum, ein Traum. Das wird doch jetzt eine Million. Los, komm, bei dem Spiel hier. Na natürlich. Yeah, über 1 Million Leute an unserem Stand. Platz 28. Naja. Könnte besser sein, muss aber nicht, ist in Ordnung. Und jetzt beeilt euch mal. Bugs raus, ein paar Designpunkte wären noch cool. Na komm, putt, Designpunkte. Bin mir sicher, wir hatten 435. Ja, so, kommt hier noch ein bisschen und ab auf den Markt. Ja, gut geraten. So, ja, ihr seid das alle im Level. Dennis Hababis ist jetzt schon auf 8. No Loading Screens, das ist natürlich cool. So, jetzt möchte ich aber hier gerne mal gucken. Das wollte ich nämlich. Die Spezifikationen brauchen nämlich. Steht jetzt bei, was man dafür braucht und dass er davon wirklich überhaupt nichts hat, weil er im Level halt so niedrig ist. Und für die AAA-Games, die nachher kommen, braucht man diesen Mist, sagen wir mal. So, Full-Motion-Video klingt doch cool. Und dann researchen wir noch Voice-Over. Ist natürlich, ich glaube, eine grandiose Idee für ein Military-MMO, wenn man in PC-Unterstützung was zurufen kann. Und die drauf reagieren. Ich weiß es nicht. So, Contract Works. Arbeitet erstmal. So, oh ja, die Game Review. Los, komm! Na, okay, ja. Das ist Jude Harley. Ist einfach zu spät, um das Spiel rauszubringen. Das war zu der Zeit nicht mehr modern. Punktwertung von 7. Aber naja. Vielleicht reicht's ja für, ne, gibt genug Leute, die wirklich jeden Scheiß als App kaufen. Warum nicht auch das? Hat immerhin auch eine halbwegs brauchbare Verkaufszahl. Es wird kein Verlustgeschäft werden. Aber, naja. Harley Side, 3,6 Millionen. Harley Sales. Also Harley Sales Maintenance. Das ist gut, Harley Sales sind 3,6 Millionen. Ah, okay. Nein, wir schaffen es nicht.
Nein, da waren noch vier. Es ist doch traurig. So, Custom Game Engine. Können wir jetzt da raushauen. So, MO Engine 2. So, mit natürlich der V6 Grafik. Das muss drin. Full Motion Video nehmen wir rein. Online Play nehmen wir diesmal mit rein. Voice Over kommt mit. Und der Mono Sound. Nein. Okay, alles drin. Oh ja. Die Nu verlässt den Markt, das ist natürlich. Es swingt up over 1 million. 1 Million Mal wurde Leise Suit Harley verkauft und wir sind erst in der 6. Verkaufswoche. Es ist für die Wertung doch ganz gut dabei. Dafür, dass Harley Side derzeit regelmäßig Verluste einfährt. Das deprimiert mich. Außerdem will ich meine Konsole auf den Markt schmeißen. Wir sind schon im Jahr 24. So viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Ich will das jetzt mal nachgucken. So. Ich möchte eine Konsole entwerfen. So günstig wie möglich. Aber jetzt bräuchte ich natürlich die Grafik. Ich könnte natürlich Stereoskopie rausnehmen. Aber ne. Man muss jetzt halt wichtige Sachen da reingehen. Man kann zum Beispiel sagen, ich bin nur Surround Sound, ne? Stereo Sound will ich gar nicht hier rauf können. Aber Achievement würde man ja haben wollen. Safe to Cloud brauchen die aber Online Play und die Physik sollte vielleicht mitklappen. Multiplayer bräuchte man, na, Online Play vom Multiplayer. Und dann bräuchte ich schon 84 Millionen, nur um diese Konsole auf den Markt bringen zu können und von den monatlichen Kosten mal hier ganz zu schweigen. Das, ja, wird ein Problem. Wir brauchen 100 Millionen auf dem Konto. So, du kannst den Game Report machen, während die ganzen Leute noch mal in Urlaub gehen. So, ja, los hier. Erholt euch gut und kommt voller Elan wieder zurück zur Arbeit. Wir müssen die alle mal trainieren schicken. Auf den Lehrgang irgendwie. Training, okay. Gameplay Story Quests. Brauchen wir erstmal 200 Punkte für. Wo soll ich die denn hernehmen? Verdammt. So, du müsstest eigentlich auch was lernen können. Du hast ja Technik so hoch, ne? Nee, du brauchst noch Designpunkte, glaube ich. Na toll. Was ist denn ganz hoch bei Technik? Technik. Technik, Design hat er doch. Ah, nee, Technik brauchen wir noch 720. Man kann ja Künstliche Intelligenz mitnehmen, was ja für das Actionspiel und Military ganz gut ist. Okay, hat sich erledigt. Wir brauchen, Adventure ist unglaublich klasse. So. Oh, Develop Expansion Pack für Harley Side. Die Erweiterung ist Revenge of, weiß ich nicht. ich weiß was. Lost of Lost of Control. Entschuldigung. So, Game Engine 2, ne? Wir brauchen eine bessere Grafik und ja, es ist immer noch teuer und noch haben wir's. Lost of Control als Expansion Pack für Harley Side in der über mega neuen Grafik. So, jetzt lasst mich nicht pleite gehen. Jetzt beeilt euch hier mal. So, Engine ist wichtig, Date ist wichtig, das brauchen wir nicht. So, ich möchte jetzt die Full Motion Videos haben statt den Cutscenes. Ne, das geht nicht, das schaffen wir nicht. So, Engine ist natürlich klar. Online Play sollte es jetzt ausnahmsweise mal haben. Ne, da müssten wir aber was anderes wegnehmen. Dann nehmen wir den Multiplayer einfach mal mit rein. Und beim Gameplay ist natürlich klar, wir nehmen die Skillbäume mit, die Charakter, das und das. Game Tutorial lassen wir weg. Okay, das sieht brauchbar aus, oder? Ja, ne? Ja. Oh, 9,2 Millionen. Wir müssen jetzt hier mal. Moment.
Ihr seid zu teuer. Macht jetzt mal Pause. Es gibt mal wieder keine Trends. Das ist ja auch in Ordnung. Das Labor, das hat zu viel Geld gefressen. Da müssen wir jetzt wirklich... Oh Gott, fast eine 500.000 machen wir jetzt hier Verluste. Das Interview nehmen wir mal mit, was hier ist, wie und wo wichtig. Natürlich mehr Engine wie Dialoge, das brauche ich nicht mal nachgucken. Das ist einfach so. Ja, das ist in Ordnung. Da lerne ich nichts Neues, das ist verständlich. Los Leute! Kann ich irgendjemand heilig sein, so von wegen, oh guck mal, die entwickeln was Neues, lass uns direkt hier schon mal das Spiel vorkaufen. Dialoge, Voice-over gibt's nicht. Es gibt einfach nur bessere Dialoge. Level-Design und natürlich AI, das alles, was möglich ist. Oh, 4,3. Ah, ich glaube, 5 Millionen können wir in die Miese gehen im letzten Büro. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ja, wir müssen den Medium nehmen. Einfach damit wir Leute reinkriegen, damit der Hype noch größer wird. Ich kann mir nicht so einen kleinen Gimpelstand jetzt leisten. Das geht ja gar nicht. 1,7. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, Compu Global Hyper Mega Net wird jetzt pleite gehen. Wir werden jetzt pleite gehen. Das ist doch nicht wahr. So kurz. Das tut mir jetzt so ein Mist, aber auch. Ich habe alles versaut. Los, kommt schon, Leute. Beeilt euch. So, Grafik und Sound ist wichtig. Das braucht keiner. Waden, du überarbeitest dich schon wieder. So, Grafik ist natürlich klar. Das nehmen wir raus. Das nehmen wir mit. Sound ist, kann den Soundtrack noch mitnehmen. Und hier die offene Welt. Ohne Tag-Nacht drücken oder mit Tag-Nacht. Ja, okay. Oh Gott. Warning, jetzt kommt's. 2 Millionen, okay. Es tut mir leid, Compu Global, Hyper Mega Net wird jetzt pleite gehen. Das gibt's nicht. Oh ne, doch nicht. Nein, ja, wir kriegen nochmal 5 Millionen. Okay, irgendwie. Oh, ich dachte wirklich, es gibt immer nur einmal eine Rettung in dem Spiel. Boah, Leute. Jetzt macht dieses Spiel fertig. Macht diese Erweiterung fertig. Jetzt beeilt euch. Verdammt. Und wehe, das reicht nicht. Boah. Wenn ich jetzt so eine... Ja, ein Kickstarter. Und es ist ja schön für diese Kickstarter-Konsole. Wir haben nur noch... Leute, wenn ihr euch jetzt nicht beeilt. Ich hau das auch mit über 100 Bucks raus. Das ist mir egal. Na, los, noch ein bisschen, Finish. Scheiß drauf. 66 Bucks drin. Das ist mir jetzt gerade... Boah. Ja, ihr werdet natürlich noch teurer. Ist natürlich klar. So, jetzt kommt... Genau, jetzt kommt das. Loss of Control. Los, kommt eine 10. Ja. Eine 9, okay, ist in Ordnung. Hauptsache, die Verkäufe werden jetzt wieder positiv. Eine 10, ja. Und noch eine. Boah, Leute. So, Contract-Work. Könnt ihr einfach mal nebenbei ein bisschen arbeiten. Und es verkauft sich. Wow, er macht aber jetzt einen guten Sprung. Ah, 3 Millionen. Oh, Leute. Boah. Das gibt's nicht. Boah. Alicide, ja. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das jetzt hier noch weiterschaffen sollen. Wir müssen noch ein Spiel rausbringen. Eigentlich.
wo ich gerade keine Ahnung habe, was für eins und wofür. Man könnte natürlich jetzt für die Konsolen und so weiter, es ist Multiplattform, ist unglaublich teuer. Wo wir jetzt aber jetzt schnell einen Riegel vorschieben können, Moment. Research, Plot, ja, Optimization hilft da, glaube ich. Moralentscheidungen sind natürlich cool, auch wenn die da für dieses Spiel natürlich jetzt nicht bringen, aber Lost of Control ist halt, ja. So, und dann kontraktet ihr mal noch schnell und dann gucken wir mal, ob wir noch ein Spiel dann halt nur für den PC. Ihr kontraktet jetzt so lange rum, bis die Forschungen fertig sind. Dann geht ja hoffentlich alle nochmal in Urlaub oder entwickelt einfach ein neues Spiel ohne Urlaub. Das ist, glaube ich, sogar wichtiger. Urlaub ist gestrichen. Gott. Wir müssen noch 9 Millionen an den Verein, an die Bank zurückzahlen. Das ist noch viel schlimmer. Haben wir nicht. Okay. Okay, ist egal. Nee, doch, ich mach das neue Spiel erstmal noch. So, Sequel. Wir könnten ein Sequel für World of Harley raushauen. Das ist natürlich klasse. Wir nehmen das Harley Space Program 3. Ne, so. Das ist jetzt unsere Hoffnung. Sonst sind wir pleite. Simulation Space nur für den PC, weil wir können uns nicht mehr leisten, auch wenn PC hier unten mit 10% rumdümpelt. Ich kann nicht schon wieder mit Multiplattforming anfangen, glaube ich. Vielleicht noch für die M-Box, aber eine Simulation für Konsolen, ich weiß auch nicht. Nee, brauche ich nicht mit anfangen. So, wir nehmen auch die MMO-Engine, weil da das die einzige Engine ist, die gut Grafik hat. Lassen MMO aber raus. Und klar, natürlich die beste Grafik, die wir derzeit auf dem Markt haben. Und dann hoffen wir das Beste. Das sehen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.